Porsche Panamera aus der ersten Serie 2009, 50.000 Kilometer gelaufen, 100% Erstlack. Viel Spaß beim Video. Hallo, herzlich willkommen, liebe Porsche-Freunde bei Wetzel Automobile in Hamburg. Ich habe hier heute einen Porsche Panamera 4S aus dem Baujahr 2009, Erstzulassung 8.10.2009. Und was dieses Auto so besonders macht, beziehungsweise was man bei solchen Autos selten hat, das sind ja Gran Turismo-Modelle, mit denen hat man Reisen gemacht, man ist viel damit gefahren. Dieses Auto hat 52.500 Kilometer runter und ich habe den Wagen vom Erstbesitzer gekauft. Ja, der Wagen ist erster Hand und es ist belegt. Also ich habe hier das Scheckheft, die komplette Bordmappe dabei und das Auto befindet sich in einem fantastischen Zustand. Ja, man sieht dem Auto an, dass der erst so wenig Kilometer gefahren hat. Der Wagen ist Carrera Weiß, 100% Erstlack, ist nichts nachlackiert, gar nichts. Der Wagen ist unfallfrei, Bixenon Scheinwerfer hat er, Porsche Dynamic Leitsystem, habe ich irgendwo gelesen in der Ausstattungsliste. Ein 100-Liter-Tank hat er, ist auch ganz spannend bei so Autos, mit denen man eigentlich lange Strecken fährt. Schiebedach aus Glas, Einparkhilfe, vorne, hinten hat er Rückfahrkamera. Die Erstrechnung ist vorhanden hier in dem Ordner. Ich habe hier einen fetten Ordner, wie man sieht, mit vielen Unterlagen. Und der hat mal gekostet, der Wagen, 114.825 Euro. Gar nicht so schlecht, ne? Also, er hat eine ausklappbare Anhängerkupplung. Finde ich auch ziemlich cool bei dem Auto. Hat er nie benutzt, glaube ich. Und jetzt zeige ich mal einen richtig hübschen Panamera. Also, ich habe noch nie einen Panamera verkauft. Ich fahre selber einen, nur nicht etwas moderneren. Und ich finde den toll. Also, meinen finde ich toll. Und ich finde den aber auch toll für jemand, der Platz braucht, ein Auto haben möchte mit wenig Kilometern und einfach ein Klassiker. Ja, mittlerweile ein echter Klassiker, einer der ersten Panameras. Wir gucken uns das Auto mal an, ob er das hält, was ich jetzt gerade versprochen habe. Und ich bin mir sicher, dass er das tun wird. Guckt euch das mal an. Das ist Erstlack, ja. Und an dem Auto ist nichts. Hier ist kein Steinschlag. Hier ist, die Felgen sehen aus wie gerade aus dem Laden, ja. Ich kann es gar nicht fassen. Die Türgriffe, da ist nicht, manchmal hat man hier so Kratzer und so, ist alles nicht. Gut, bei 50.000 Kilometern ist es natürlich auch nicht so selten, dass Autos so aussehen, ja, wenn das dann auch stimmt mit den Kilometern. Weil manchmal höre ich auch von Autos, die werden mir dann erzählt mit so und so vielen Kilometern und die sehen dann aus, da denke ich, im Leben nicht. Ja. Bei dem, wenn wir gleich reingucken, der sieht aus wie ein Neuwagen. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und hier, guck mal, Porsche, ein 4S hat er, hat natürlich, das steht nicht hinten drauf, aber guck mal hier rein, hier hast du Platz, ja, ein Top, da lag doch nie was drin, guck dir das mal an. Nix. Thomas, was sagst du? Da lag nichts drin. Thomas, heute mal wieder hinter der Kamera, freue ich mich auch. Wechselt sich ja immer ab, manchmal mit Sonny und heute bist du mal wieder hier. Macht auch Spaß mit dir, Thomas. Das ist aber schön. Oder? Ja. Ist das nicht toll? Also hier ist nirgendwo ein Kratzer, ja. Ich meine, wenn man es in den Kofferraum packt, dann bist du doch irgendwie, dann machst du doch mal hier, gut, hier hast du jetzt so ein bisschen, aber so, das ist nichts. Was ist das hier? Ach so, das ist die Anhängerkupplung. Ah, hier, cool, warte mal, guck mal. Können wir das machen? Kommt da was jetzt? Nee. Doch. Doch jetzt. Hier, pass auf. Guck dir das an. Boom. Weiß Bescheid. Die ist auch wirklich, die hat er doch nie da rausgeholt. Aber echt? Oder? Ja. Jetzt, hoffentlich geht sie auch wieder weg. Das finde ich doch cool, oder? Ich meine, besser haben als brauchen, oder nicht? Haben ist besser als brauchen. So war das, genau. Haben ist besser als brauchen. Und das ist hier auch natürlich, das war damals dann auch, das fing dann so an, ja, brauchst du noch auf den Knopf drücken und so, haben alle noch dran gezogen, obwohl man es gar nicht muss. Ja, hier drückst du auf den Knopf, guck mal. Bitteschön. Und ich finde, weiß macht das so elegant, dieses Auto. Ja, also das ist eine schöne Farbe für so ein Auto. Meiner ist Kreide, ist auch schön. Steht im Hintergrund. Steht da übrigens, genau. Ja, guck mal, Thomas, was sagst du? Ich, toll. Also, wenn man auf Panamera steht, klar, viele sagen, oh, ist der hässlich und so, ja. Gut, das sagen die auch über meinen, ne? So, aber wenn er modern, aber ich meine, das muss man natürlich wissen. Aber hier kann sich einer wirklich ein Auto kaufen, was, glaube ich,
Ich habe mal im Netz geguckt. Ich habe da keinen getroffen. Ich habe keinen gesehen, der annähernd so wenig Kilometer runter hatte wie der hier. Ja? Also das ist schon schräg. Guck dir mal das an. Guck dir mal das an. Ich habe hier, glaube ich, noch gar nicht reingeguckt, wenn ich das jetzt so sehe. Das sieht ja wirklich aus wie ein Oder? Mann, ne? Das gibt's doch gar nicht. Och, diese Matte hier. Das ist ja schräg. Also, das ist so, das belegt es so, also zu den allen anderen Unterlagen, die ich habe, dass das Auto wirklich so mit den Kilometern hier steht. Jetzt gucken wir mal rein. Das macht richtig. Jetzt geht es nämlich genauso weiter, wie es draußen anfing. Ich meine, guck dir mal das an. Thomas, hier ist, als ob das nie jemand benutzt hat. Mhm. Oder? Riecht auch voll neu. Riecht total neu, stimmt. Ja. Hast du recht. Es riecht so neu. Hier, die Kaffeedings hier, also die ganzen Knöpfe, ist nichts irgendwas, was. Also 52.828, wenn wir ganz genau sind. Die Sitze, ey, das gibt's doch gar nicht. Also, ich freue mich. Und dann so ein Glasschiebedach hier oben, auch schön. Kann man natürlich auch zumachen, wenn einen das stört. Dann machst du hier dicht. Guck mal, das, so weit waren sie noch nicht da, dass sie das elektrisch gemacht haben. Heute geht es elektrisch. Auch die Jalousie, meine ich. Und tja, mit dem Holz, gut, das muss man mögen. Aber ich finde, das passt zu dem Auto. Und dann diese dunkelblaue Innenausstattung. Das ist toll. Und er hat alles, was du brauchst, ja. Also alles, was so ein, das waren ja immer Luxusautos. Ja, ich saß damals in dem ersten drin, ich weiß das noch, in dem. Und dachte, oh, soll ich mir mal ein Panamera kaufen? Und hab gedacht, nee, ist nichts für mich. Da war ich noch 911er und so, das war dann irgendwie eher meins. Aber jetzt finde ich ihn mittlerweile schon richtig klassisch cool, ja, muss ich sagen, so ein Auto. Ein Riesengeschütz, du hast hinten Platz, das ist Wahnsinn. Wir können auch noch mal hinten reingucken gleich, Thomas. Und wenn man solche Autos sehen will, dann gern meinen YouTube-Kanal abonnieren und mein Newsletter. Dann kriegt man solche Autos immer früh zu sehen. Und wenn man noch sowas in der Garage rumstehen hat und nicht weiß, was man damit anfangen soll, gerne mal anrufen. Wir kaufen gerne Autos an und freuen uns immer über neue Autos. Denn dann kriegt man solche Autos. Der war natürlich noch nie im Netz, dieser Wagen. Ja? So, das ist einfach, da fragen mich immer Leute, wo kriegst du denn solche Autos her? Ich sage, ja, weiß ich auch nicht. Die Leute rufen mich an und sagen, Mensch, heute habe ich einen schönen 996 4S, wurde mir heute angeboten. Auch tolles Auto. Gucken wir mal, ob wir uns einigen können, der Eigentümer und ich. Noch sind wir ein bisschen auseinander mit den Vorstellungen des Preises, aber gucken wir mal, ob das klappt. Ja? Gut, komm, lass mal hinten nochmal also in den Hintersitz reingucken, Thomas. Also jetzt ganz ehrlich, ne? Ich sag dir, hier hat noch niemand drauf gesessen. Sieht echt nicht so aus. Oder? Das ist unbefleckt, ja? Hier, das hat meiner auch noch. Das hat meiner hat es noch genauso, tatsächlich. Hier, Aschenbecher, Sitzheizung haben wir hinten. Also, sehr edel, sehr schön. Guck mal, man erkennt es meistens, wenn hier was zerkratzt ist, ob hier mal was los war auf dem Hintersitz, aber ist einfach nicht. Prima. Ich, hier, die Janier, halt mal, kannst du das Janier raufhalten? Das ist einfach, kann man das hier sehen? Bei mir sieht das so neu aus, ja, das total. Ist der Wahnsinn, oder? Totally. Okay, komm. Wir fahren eine Runde mit dem Auto. Hm? Lass mal machen. Okay, komm. Auf geht's. Oh, ist das herrlich, ey. Mega. Gucken wir mal. Machen wir mal zu. So muss so ein Auto anspringen. Und sich auch so anhören. Jetzt hier. Das ist ein riesen Auto natürlich, ne? Muss man schon mal ein bisschen gucken. So, auf geht's. Panamera mit Kamera, Rückfahrkamera, alles dabei. Also so ein gepflegtes Fahrzeug aus diesem Baujahr zu finden, ist, glaube ich, wirklich die Nadel im Heuhaufen. Und ich bin mir sicher, es gibt Panamera-Fans, die sich freuen, sowas angeboten zu bekommen. Hammer. Thomas. Träumchen. Panamera 4S.
knapp über 50 gelaufen, Baujahr 2009. Wer auch immer Lust auf so ein Auto hat, gerne anrufen. Steht hier, wird nicht im Kundenauftrag verkauft, ich habe den ja gekauft. Und wir sind bereit. Wir freuen uns auf einen Besuch, wir freuen uns auf eine Probefahrt. Meinetwegen auch auf der Autobahn ein bisschen mal Richtung Quickborn, weil das macht Spaß mit so einem Auto. Und wir nehmen ihn auf die Bühne, gucken ihn uns an von unten. Ich habe den gesehen von unten, der sieht von unten so aus wie von oben. Also im Zustand meine ich. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sende mal heute schöne Grüße nach Hildesheim. Das machen wir. Vielleicht gibt es da einen Panamera-Fahrer, der auf sowas wartet. Dankeschön, viel Spaß beim nächsten Video. Wetzel Automobile aus Hamburg. Ciao.